Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Samstagabend, Trash Night, mit mir natürlich wieder und wir zocken Smite und ja, ihr habt es richtig gehört, ich habe Smite gesagt. Damals habe ich mal irgendwann in so einem, auch glaube ich, in einem Trash Night oder Aller Night, irgendwann mal habe ich mal gesagt, dass Smite niemals in diese Playlist kommen wird, denn es ist kein Trash, aber es kann sich innerhalb von einigen Monaten was ändern und es hat sich was geändert und zwar meine Laune und meine Frustration gegenüber diesem Spiel, aber dazu komme ich auch gleich. Ja, das Video dient eigentlich wirklich nur dazu, die ganzen Fehler, die ganzen Abzock-Scheiße von den Machern aufzuweisen, dies, das und der. Und das ist eigentlich nur quasi wirklich ein Hate-Video oder was auch immer man das sehen will, halt, ne, gegenüber Smite. Und wenn es Leute gibt, die sagen, oh, Smite ist das beste Spiel aller Zeiten, wie kannst du es nur so flamen? Das ist einer der besten, geilsten Spiele, die es jemals gab. Ich werde dich jetzt melden, disliken, deabonnieren, dies, das. Mir scheißegal, ne? tut es und ja, am besten hört einfach gar nicht hin oder schaltet das Video komplett ab, denn das Video wirklich, es ist halt einfach nur ein Frustvideo gegenüber Smite. Ich weiß auch jetzt schon, was für eine Wertung das Spiel bekommen wird und es wird nicht kein Trash mehr bekommen, auf gar keinen Fall. Aber dazu komme ich gleich, ne? Wir hacken schon mal den ersten Punkt ab, ne? Weil das brauche ich dann nicht am Ende zu zeigen. Und zwar den Shop, ne? Das kann ich auch mal gut zeigen. Aber mal, bevor ich das aber zeige, hier sieht man noch Juwelenangebot bis zu 33% Rabatt. Ja? Haha. Bis zu 33% Rabatt heißt nur das letzte Paket, was eigentlich normalerweise 100 Euro kostet, ist für 33% im Rabatt. Ja, aber da muss man auch mal sehen, das erste Paket ist überhaupt gar nicht im Angebot, ne? Also, GG an Hyreese, well played auf jeden Fall an diesem Punkt, ne? Denn die denken sich so, ja komm, kostet ja eh nur 5 Euro, seid mal nicht so gierig, ne? Die Ironie. So, und dann fängst du hier an, weißt du, 10, 15, 20, 25, 30% Rabatt und dann nur 33% Rabatt. Wo sind die restlichen 2% hin? Wenn ihr hier schon 5 Stufen Rabatt macht, ne? Also hier so ein 5 Stufen Rabattsystem, warum dann hier nicht? Ich habe keine Ahnung warum. Aber einige Leute fallen drauf rein. Ich leider damals auch und habe das auch mir schon mal ab und zu mal gekauft. Ich bin auch einer von den Dummen, ne? Das kann man schon mal sagen. Und ja, jeder, der dieses Paket kauft, ich bezeichne mich für dumm, denn merkt euch mal das hier. Also hier dieses 3500 Juwelenpaket, ne? Kostet eigentlich 50 Euro, kostet momentan 35. Ne? Merkt euch dieses, oder ich glaube 50 kostet das. Sagen wir einfach mal, es kostet 50, ne? Merkt euch das Paket. Merkt euch dieses Paket und merkt euch auf jeden Fall das hier. Also das für 20, 25, glaube ich, für den Normalpreis, ne? Das für 50, ah doch, das muss 50 kosten, weil das kostet ja 35 normalerweise, ne? Das für 50, das für 25 und das für 8,99, 10 Euro? Sagen wir 8,99, da sei man nicht sicher, halt, ne? Und das hier für 9 Euro halt, ne? So, gut. Wir haben uns das gemerkt und jetzt gehen wir mal auf die Skins, ne, von einem bestimmten God, weil das hatte ich schon eigentlich mal vorbereitet. Ich habe mir das mal durchgeguckt, wen ich da nehme, und zwar den hier. So, ein Skin kostet 1200, heißt 25 Euro. Dieser einzelne Skin, ja. Jetzt schaut euch mal diese Schönheit an. Ja, ist auf jeden Fall 25 Euro wert. Ja, und dieser Skin hier kostet 50 Euro. Ja, man kann ihn zwar anders färben auch. Das sieht man auch hier, Farbe auswählen. Ja, hammer geil oder nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Bevor ihr denkt, ich feiere das. Und es kann seine Form wechseln. Für 50 Euro. Für 50 Euro kann man sich momentan Vollpreisspiele, die auch gut sind, im Angebot holen. Mit DLCs, dies, das. Ja, anstatt sich so einen Kackskin zu kaufen oder so einen Skin allgemein zu kaufen. Da hatte ich irgendwo hier auch gesehen, ein Skin kostete hier, ich glaube, am besten gehe ich da auf Merkur? Wo war es denn Merkur? Da. Da kostet ein Skin 400, haben wir gesagt. 8, 9 Euro. Heißt, so ein ganz normaler Standard-Skin kostet 9 Euro. Okay.
Wir haben ja auch gesehen, das eine Paket kostet ja 5 Euro, dafür kannst du dir nur so einen billigen Goldskin kaufen, der eigentlich keinen großen Status hat. Den kannst du auch so wohl kaufen mit Gunst halt, ne? Warum soll ich da an Juwelen ausgeben? So, also quasi dieses einzelne Paket, ne? Hier, dieses hier, das ist quasi nutzlos. Es bringt dir nichts. Du musst diese Pakete kaufen, oder was heißt du musst? Es lohnt sich nur, falls. Nee, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Anders gesagt, du kannst nur diese Pakete kaufen, damit du irgendwelche Skins dir leisten kannst. Das kannst du. Das brauchst du nicht mal zu berücksichtigen, ja? Wie gesagt, well played, ne? Selbst Fortnite und COD haben nicht so eine krasse Abzocke. So, wir gehen mal einfach mal rein, ne? Man sieht auch, es gibt 6 Modis. Davon, das ist auf jeden Fall bekannt und dieses hier ist auch bekannt, ne? Also das hier ist Aram bei League of Legends und das ist Kluft der Beschwörer, Kluft der Beschwörung. Ich habe lange nicht mehr League of Legends gespielt, deswegen bin ich mir da nicht genauso sicher, aber das müsste Kluft der Beschwörer sein. Und das hier ist einfach 5 gegen 5 ohne Tower, einfach Team Deathmatch mich auf die Fresse geben. Das hier ist 5 gegen 5 auf 2 Lanes, also quasi Kluft der Beschwörung oder Eroberung in abgespeckt. Das ist eine Lane, 3 gegen 3, ist voll absolut langweilig. Keine Ahnung, wer diesen Scheiß sich gibt. Und das ist halt einfach ein Spaßmodus, die einige einfach zu ernst nehmen, dass man überhaupt das zocken müsste. Wir machen mal einfach mal, um auch eventuell Leuten, die halt so MOBAs kennen, halt, ne, das Spiel perfekt zu präsentieren. Wir machen einfach mal Eroberung. Also quasi den Standardmodus, der jeder MOBA eigentlich hat, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt keinen MOBA, der nicht diesen Modus hat. Wenn doch, dann ist es kein MOBA. So, ja, ich habe einen Support bekommen. Wir machen mal, den nehme ich dann. Moment, ich muss was trinken. Meine Mutter ist schon vom Aufregen ziemlich trocken geworden. Hm. So. Versteht mich auch nicht falsch. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Spiel nur kritisieren. Ich sag ja nicht, dass das Spiel nur scheiße ist. Aber, also, im Groben eigentlich ist es wirklich so, dass die Macher wirklich zu wenig tun für das Spiel. Außer jede zweite Woche. Beheben sehr selten oder überhaupt gar keine Fehler. I never look so like, give it a try. Ja, da geht's schon los, ne? Ja. Have fun. Ah, guck mal. Ja, have fun, ne? Und am Ende des Spiels ist der Erste, der sie oder ihn flamed. So. Wie nehme ich den überhaupt? Boah, ich hab keine Ahnung, ne? Ich nehme einfach. Komm, ich nehme einfach den hier, scheiß drauf. Ja, einfach los geht's. Gut, ich glaube, die sind nicht gut mit dem Camp dabei. Ja, vielleicht auch doch. Einfach angreifen. Gut. So. Also der Season. Ah, was? Ja, komm. Okay, da habe ich schon mal meinen Teil dazu beigetragen, dass die Gegner bis hierhin viel Schaden kassieren. Genau wie jetzt gerade. Ich meine, guck mal, das wäre die perfekte Zeit gewesen, den anzugreifen. Greif ihn an! Ja, komm schon! Triff doch mal was, du Bob! Oh. Glück, das meine ich. Man kann. So. Wie dir? Die ganze Arbeit gemacht. Damit das Carry mal einen Kill bekommt. Und der hat es auch geschafft. Ja, ja, bla bla, laber ich voll. Ah, schade, schade, ich kann ihn jetzt ein bisschen provozieren. Ah, guck mal, da geht schon los, ne? Das Geflame, der ist so low lane. Oh. Ja, ich habe einmal meine Ult an ihm getroffen. Chill deine Base. Schaffen die das?
Wahrscheinlich nicht. I am invincible! Invincible! Ah, ist so doof. Oh, dafür verschwende ich auch meine Scheiße, ne? Das ist ja das Doofe dran. Damit, dafür habe ich. Für den jetzt habe ich meine magische Hülle verschwendet. Okay. Ja, du mit deinem Okay. Wenn du noch einmal Okay machst, hau ich dir auf die Fresse mit. Ich hab gut ausgehalten. Lol. Oh, fuck! Alter! Das ist ja eine Armee hier! Okay. Alter. Da waren einfach viele Leute gewesen. Vor allem kann ich mal schreiben, this is mid, don't rotate. Ich sag ja, das Spiel ist so krass. Also nochmal kurz, um zusammenzufassen. Also, wir haben keinen normalen Krieger, wir haben einen Assassin in der Solo-Lane. Ja? Damit fängt schon mal gut an. Weil, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Leute wollen keinen Wächter spielen und keinen Krieger. Spielen dann irgendwas in der Solo-Lane. Treffen dann auf jemanden, der wirklich normal spielt. In dem Fall ist es ein Gegnerteam der Son Wukong, der auch ein Krieger ist. Ja, kriegt auf die Fresse. Fängt an, die ganze Zeit nur zu flamen, weil er auf die Fresse kassiert nun mal. Weil er halt gegen einen Krieger spielen muss. Und der nur auf Damage spielt. Ja, deswegen wird er auch von dem so dominiert. Ja, fängt an zu flamen. Ja. Ich lasse das mal so laufen. Ich kommentiere das mal nicht, was da geschrieben wird. Ich lasse das mal einfach so laufen. Damit man einfach mal sieht. Ich flame halt hier nicht rum. Warum sollte ich auch? Oh, oh. Jetzt muss ich weg hier. Da sind ja alle! Lauf um dein Leben! Oh, oh, oh. Da soll ich lieber weggehen. Dann schafft er das? Er schafft es nicht. Er trifft noch nicht mal. Ja, jetzt ultet er raus. Jetzt ultet er wieder rein. Ist er doof? Du hast mich nicht leben. Geh doch raus. Er ist tot. Jetzt sagst du mir eine Ansage, der ist tot. Ah, struggle noch. Er struggelt noch. Er sieht eng aus. Er hat's überlebt. Krasser Scheiß. Mach mal Kritschutz. Bro. Really? Wieso flamet der? Der nimmt einen Loki als Solo-Laner, aber flamet. Aua, Schiller. Doesn't have divine. Ja, da. Boah, ich muss mal, glaube ich, mal. Ohne Spaß. Ich sollte mal vielleicht Dings machen, ne? So eine Strichliste mit Flames und so weiter und so fort, ne? Wirklich. Also krass, einfach nur. Please. Könnte ich da irgendwas noch reißen? Oder sind die schon weg? Hold up. Nein! Chillt! Ich bin alleine. Unstoppable. Ach Gott. Hold up. Killt den doch, der hat nicht mehr viel. Oh, Junge. Ach so, Gott, ist das schlecht. John. Ah, der hält nichts aus. Zero Front. Oh Gott. Ja, da kann man zumindest sehen, wie der Loki spielt. Und er jetzt gleich anfängt zu flamen. Achtung. Wenn er stirbt. Na gut. Ja. Und da schreibt er noch okay in den Chat rein.
Oh Mann. Gute Arbeit. Ja, nice pick, Bro. Ja, da geht das Geflamme wieder los. Ja, also, was sag ich zu dem Spiel? Also, wir haben uns den Shop angeguckt, ne? Wir haben uns die Community, also bis auf den Rage-Quitter, den es leider nicht gab, das hätte ich mir noch gewünscht, ne? Haben wir eigentlich schon alles gesehen, ne? Was in dem Spiel falsch läuft. Heißt, kein Krieger. Natürlich habe ich den Wächter gespielt, ne? Logischerweise, weil ich halt auch nachdenke und auch wirklich das tue, was das Spiel von mir verlangt, und zwar einen Wächter zu spielen. Ja, ich teste nichts aus. So. Also, wir hatten keinen Krieger gehabt, stattdessen einen Assassine, der am Ende 4-11 stand, ne? Also, Respekt. Und vor allem, nicht nur, dass er das ausgesetzt hat noch, ne, sondern auch noch toxisch war, ne? Jedes Mal, wenn er gestorben ist, sagt er, okay. Im Sinne von, ja, hier, scheiß Spieler und so weiter fort, ne? Belehrt noch andere, was er bauen soll, ja? Also, das gefällt mir auch noch an solchen Spielern immer wieder gerne. Ja, wir haben quasi ein Team gesehen, was einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert hat. Er hat nichts getroffen. Er ebenfalls nicht. Der hat geflamed. Der hat zumindest nicht geflamed, aber trotzdem, ja, wahrscheinlich, weil er auch gemerkt hat, dass er schlecht gespielt hat. Der hat auch eigentlich scheiße gespielt, kann man nicht anders sagen. Also so die eine Situation, wo er da vorne war und nichts getroffen hat. Ja, und der natürlich, ne, hab ich schon gesagt, kein Krieger gespielt, scheiße gespielt, dann auch noch schön toxisch gewesen, dann auch noch andere besserwissermäßig gelehrt, hier andere belehrt halt einfach, ne, obwohl er 4-11 stand. Ja. Gut. Was sage ich zu dem Spiel, ja? Ich habe ja gesagt, ich werde auch nicht so Megapolis geben. Es gibt ja nur noch 3 Wertungen, ne? Und ich sag so, wie es ist. Das ist jetzt auch nur meine Wertung, ne? Es ist nicht die Wertung wahrscheinlich von anderen finden das ziemlich geil, ne? Das hier ist jetzt meine Wertung und meine Wertung für das Spiel ist schlechter als Wolf Team. Und ja, ich meine das wirklich ernst. Das Spiel, meine Damen und Herren, ist für mich wirklich schlechter als Wolf Team. Es ist in den letzten Jahren einfach zu einem der schlechtesten Spiele gereift, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Wirklich. Ich habe so viele scheiß Spiele gespielt, ne? Aber noch nie habe ich ein scheiß Spiel gespielt, was quasi immer schlechter wird, vor allem. Es wird ja immer schlechter. Gefühlt immer schlechter. Es ist nur noch Abzocke. Wirklich pure Abzocke auch. Ich kann dir mal kurz was zeigen, ne? Bevor ich hier vergesse, ne? Hier, ich glaube, der hat die ganze Zeit ja gelacht. Den kann man wegen Belästigung melden. Hat den Feeling, ne? Es war schon hart Feeling. Ja. Obwohl, eigentlich kann ich schon alle melden. Ja, ne, den nicht, der. Ah, nee, die lasse ich mal lieber. So. Gut. Kurz zeigen. Bevor ich das vergesse, ne, das ist bei dem Event halt. Man kriegt, wenn man 3 Skins kauft, also 3 Event-Gegenstände, oder sagen wir 3 Event-Gegenstände, ne, weil es sind ja nicht nur Skins, sondern auch diese komischen Packs dabei, die keiner haben will, kriegt man diesen Skin kostenlos. Dieser Skin aber ist einfach der Skin nur in einer anderen Farbe. Vielleicht auch mit anderen Gesicht halt, ne? Aber der Skin ist einfach der gleiche wie der. Und den geben sie kostenlos her, wenn man 3 Event-Skins kauft. Ich frag mich wirklich, welcher Vollidiot da wirklich darauf eingeht. Wirklich, das ist pure Abzocke, wirklich. Pure Abzocke. Ja. Und deswegen, das Spiel ist schlechter als Wolf Team. Und damit beende ich jetzt auch die Trashline und dieses Spiel. Es wird eventuell jetzt zu dem Zeit, der, also zu dem. Zu der Zeit, ne, wo jetzt die Trash Night kommt. Das Spiel wird noch weniger als vorher in Erscheinung treten bei mir. Im Stream oder Let's Play-mäßig halt, ne? Weil das Spiel habe ich jetzt wirklich als nicht, also als schlechter als Wolf, ich wollte schon sagen, nicht so neben mir gepunnt ist, ne? Aber das Spiel habe ich als schlechter als Wolf-Team abgewertet. Es war damals für mich eins meiner Lieblingsspiele, aber die Macher haben dieses Spiel sowas von in die Ruin getrieben, ne? Wirklich. Das kann ich auch nochmal schnell zeigen, ne?
damit man auch nochmal das sieht halt, ne? So, ich hatte mal am Anfang des Jahres, habe ich ja gesagt, ich habe ja auch dann ein paar Mal das Geld in das Spiel Geld investiert, was ich ehrlich gesagt auch bereue. Ich habe am Anfang des Jahres diese Skins gekauft, ne? Dieses Skins-Paket. Ich habe da, glaube ich, 3000 wenig, ich glaube 50 Euro, glaube ich, waren es gewesen halt, ne? Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber müsste halt so um den Dreh rum sein halt, ne? So, dafür habe ich viel Geld ausgegeben, ja? Und die Macher haben jetzt die Dreistigkeit gehabt, diese Skins, die hier sind, nochmal zu bringen, also einige nur davon halt, ne? In einer anderen Farbe und dafür nochmal Geld zu verlangen, anstatt die, die diese Skins schon besitzen, anstatt denen das dann kostenlos zu geben, Bullshit, die wollen dann dafür nochmal 900 Juwelen oder sagen wir sogar 1500, heißt 25 Euro wollen die dafür. Nochmal. Von den Leuten. Und dann haben sie nochmal einen neuen Skin gebracht, für den sie auch nochmal einen Recaller gebracht haben und dafür wollen die auch nochmal Geld. Sag mal, Hyreese, ohne Spaß, das Spiel ist ja von Hyreese, ne? Hab ich ja von Anfang gesagt, ne? Aber Hyreese, ganz ehrlich, hat euch jemand in den Zirn geschissen, wirklich? Das ist, ihr seid wirklich die schlimmsten Abzocker, wirklich, ihr seid in meinen Augen wirklich die größten Abzocker, die es momentan auf dem Spielmarkt gibt. Das ist wirklich pure Abzocke. Das ist wirklich pure Abzocke. Das und der Battle Pass, den ich kostenlos zum Glück bekommen habe, ne? Also das ist zum Glück, ich habe den kostenlos bekommen, weil ich dieses scheiß Event da mitgemacht habe mit dem 11-jährigen Jubiläum und so weiter fort, wo man 11 Spiele machen muss, deswegen habe ich den Battle Pass auch kostenlos bekommen. Aber der Battle Pass ist schon seit Season 6 eine absolute Frechheit. Und dieser Battle Pass ist nochmal die Krönung eurer Verkaufspolitik. Ihr habt da nur zwei Skins reingepackt, ganz am Anfang und den hier, und den Rest habt ihr mit Truhen befüllt, wo man sich einen Skin aussuchen kann oder Juwelen, nur 25 Juwelen bei dem einen, ne? Nicht falsch verstehen, ne? Das sind nicht 100 Juwelen, sondern 25 Juwelen halt, ne? Also hier diese Truhen halt, die E-Sports-Truhen. Und in diesen E-Sports-Truhen habt ihr die Dreistigkeit dann auch solche Skins zu bringen. Hier, wo ist die Scheiße? Muss ich mal kurz zeigen. Hier Merkur war das, glaube ich, gewesen, ne? Machen wir sogar einen, von denen ich es habe, von Athena, ne? Weil das ist ja genauso das Ding halt, ne? Wo ist denn Athena? Oder Ares, komm mal, Ares, ich finde Athena gerade nicht, ne? Hier, ihr habt diesen Skin. Elevate? Ne, ist ein neuer. Quatsch. Wo ist denn der Skin? Ich hab doch den Skin gehabt. Ah, da. Hier ist es. Genau. Diesen Skin habt ihr in diese Truhe gepackt. Und eigentlich ist es nur der Standard-Skin, nur mit dem T-Shirt. Und ihr habt die Dreistigkeit, diesen Skin als in den Battle Pass reinzupacken. Ne? Ich meine, guckt euch mal den Skin an. Der Skin kam, glaube ich, letzte Season sogar. Also Season 9 kam der halt, ne? So, dieser Skin kam Season 9. Ich weiß nicht, von wo der kam, aber das ist, glaube ich, schon extrem alt. Der Season kam Season 9. Jetzt vergleicht mal diesen Skin mit dem Skin aus einer Season, bevor ich gezockt habe. Den hier. Das sind doch Welten, oder? Der Skin sieht doch anders, der sieht anders aus als der Standard-Skin, ne? Das kann ich auch so zeigen, ne? So, das ist der Standard-Skin, ne? Und das ist der Ding-Skin. Der sieht ganz anders aus als der, den die jetzt in Season 9 gebracht haben, weil der Skin, den ich gerade gezeigt habe, der war mit gefühlt Liebe gemacht. Da haben sie sich auch Mühe gegeben damals. Ja, heutzutage nur noch irgendeinen Scheiß raushauen, ne, und dafür Geld verlangen. Ja, ich rede jetzt schon seit mehreren Minuten halt, ne, aber die Wertung ist immer noch schlechter als Wolfteam, by the way. Ich lasse den Stick auch, so, ihr hättet auch jetzt schon abschalten können nach der Bewertung, ne, aber das muss ich kurz zeigen, ne, guckt euch mal das an. So, wie wenig Liebe in solchen Skins steckt, wirklich. Also, schlechter als Wolfteam. Ich will mich jetzt auch nicht mehr darüber aufregen. Ich werde mich jetzt halt ans Schneiden begeben. Ne? Bedanke mich fürs Zuschauen. Schalte zum nächsten Treasure wieder ein. Dann wird auch wieder hoffentlich ein Spiel gespielt, was mir Spaß macht. Und ja, bis zum nächsten Treasure dann. Haut rein. Ciao. Scheiß Spiel.